Was geht ab? Hier ist Kollege der Boss bei 16 Bars und zwar Finishing Lines heißt das Format und es geht darum, alte Lines zu testen, ob ich die noch kann, so, ne? Vervollständigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Check das aus. So, jetzt fangen wir an, ne? So, jetzt haben die Jungs mir hier Umschläge gebracht. Ich bin mal gespannt, was da drin steht. Also da steht wohl immer der Anfang einer Line. Und ich muss mal gucken, ob ich die noch kann. Wannabe Gangster, zahlen mir Schutzgeld per Western Union, denn sonst findet man sie als Leichen im Block wie Gletschermumien. Das war easy. Ist vom aktuellen Zuhälter-Tape. Gar kein Problem. Doch hol dann abermals aus Mexiko Coca, denn es kommt per Containerschiff über die Grenzen Europas. Ist klar. Ich dachte eigentlich, ihr macht alte Lines. Ich hätte mich gefreut über 10, 20 Jahre alte Lines. Bitch, guckst du Hure auf mein Handgelenk, schluckst du nur. Denn ich gehöre zur Träger von Luxusuhren-Subkultur. Ja, von Chronik 2007. Easy going. Das ist ja, da wird hier durchmarschiert. Nimm einen Schluck aus der eiskalten Wasserflasche. Okay, ich weiß, der Track ist ganz klar 30,3 vom Kollege-Album 2008. Oh, Alter, da habt ihr mich ja. Warte mal, nimm einen Schluck aus der eiskalten Wasserflasche. Aha. Mann! Warte, ich hab das gleich. Nimm einen Schluck aus der eiskalten Wasserflasche. Ja, irgendwann Tipp. Wo kletter ich denn hoch? Dachterrasse, ja, normal! Steig auf die Dachterrasse. Ja, irgendwann mit Steig auf die Dachterrasse. Steige auf die Dachterrasse, schneide die Haschischplatten klein und verpacke sie. Ja, das hätte ich auch noch gewusst. Plastiktaschen. Na gut. Habt ihr mich ja fast erwischt hier. So. Ey, yo, der Boss tickt die feinste Ware. Das ist klar von Business Paris. Boss Aura Album 2011. Ey, der Boss tickt die feinste Ware. Oh. Was sind diese Reimketten immer? Blocks in der Seitenstraße, Cops im Streifenwagen. Boss tickt die feinste Ware. Bei einer Geiselnahme. Wie Cops bei einer Geiselnahme. Macht den ganzen Block dicht wie Cops bei einer Geiselnahme. Ja, Mann, oder? Macht den ganzen Block dicht wie Cops bei einer Geiselnahme. Shop die Designermarken und so weiter. Ja, klar, Mann. Das war der Track Business Paris, habe ich am Anfang aber schon gesagt. So, was haben wir denn hier? MCs machen künstlich einen auf hart. Doch sind wie defekte Lockenstäbe und krümmen mir kein Haar, müsste das sein. Doch ähneln bei Beef einem defekten Lockenstab, die krümmen mir kein Haar. Ja. Choppers, Status Ballin, Jason Feature war das, 2008. Ja, selbst die unbekanntesten Feature-Parts hat mich hier noch einigermaßen auf dem Schirm. Ja, da hat er da doch noch ein paar Sachen ausgegraben. Also. I show my genitals, bitches blow like cannonballs. Das ist vom Eurogang-Feature. Ah, wie ging's denn weiter? I show my genitals, bitches blow like cannonballs. Englische Part, mein einziger englischer Part. Einmal angerappt, nie wieder gehört, nie wieder gerappt. I show my genitals, bitches blow like cannonballs. And you see G's on all fours like you see G's on all fours like on mobile telephones. Müsste das doch sein, oder nicht? Ayo, deep in their souls, gangsters know I am the boss. I creep to the doors with three hoes like Santa Claus and you see G's on all fours like on mobile telephones. Komm, lass uns mal durchgehen. Da winke ich jetzt mal selber einfach mal so durch. Rhymes, Flows, was zum Fick ist das? Alles, womit ich mich auskenne, macht entweder High oder Klick-Klack vom Track Amsterdam zu Hälter Tape 3. Easy going. Ist ja abgefrühstückt, ganz klar. Du stehst vorm Traualtar. Gibst deiner Frau das Ja-Wort, doch sie antwortet nicht, denn sie ist aufblasbar. Das war in der Runde gegen BOZ in der RBA 2005, Hinrunde 1 im ersten Battle. Oder? Gibt deiner Frau das Ja-Wort, doch sie antwortet nicht, denn sie ist aufblasbar. RBA vs. BOZ,
Wahrscheinlich in Runde 3. Wahrscheinlich 2004, 2005. Stimmt sogar. War sogar in Runde 3. Ja, war nicht in Runde 1. In Runde 1 war auf einem anderen Beat. Das war dieser Slow Jam Speed damals von Kanye West und Jamie Foxx. So, meine Damen und Herren. Und dann gehen wir mal deine Mom die Crack-Schlampe holen. Okay, ist nicht ganz richtig. Und dann geh mir mal deine Mom die Crack-Schlampe holen. Diese Crack-Schlampe würde ich nicht von der Bettkante stoßen, sondern den Kopf auf die Bettkante stoßen und die ohnmächtige Bitch dann übergebeugt über die Bettkante stoßen. Ey, das ist von Fanpost. 2009. Fanpost, 2009. Alles richtig. Ja, der Boss wieder alles richtig gemacht hier. Drum vertraue gar keinem. Es gibt keine Partner. Nur Hosts, die dir in den Rücken fallen wie Münzen einem Sparschwein. Das ist jetzt easy. Sommer 2006. Boss der Bosse-Tape. So. Bis jetzt habe ich alles zumindest fast gewusst, oder? Ey, jetzt ist mein Album da und die Erwartungen sind hoch. Alpha-Gene-Album 2007. Track heißt Vom Dealer zum Star. Geht weiter so. Ey, jetzt ist mein Album da und die Erwartungen sind hoch wie ein Tarnbomberpilot, denn ich hab nun mal die Flows. Tick nicht mehr Ladungen an Dope, aber was Straßenpreise angeht, bin ich immer noch auf dem Laufenden wie Startnummern-Trikots. Ja, korrekt. Ey, meine Kette ist Silber, meine Stretch-Limo-Killer. Ja, das ist JBG1, Outro. Beziehungsweise der gleichnamige Track ist es, glaube ich, ne? Ey, meine Kette ist Silber, meine Stretch-Limo-Killer und mein Schulabschluss scheiße, weil nach den Fußballclub-Zeiten sich die Interessen nur noch um Weiber treten wie Hula-Hoop-Reifen. Ja, alles richtig gemacht, der Boss wieder mal. Da hat er wieder alles richtig gemacht. Doch habt nur eine große Fresse im Netz wie Walfänger. Wir haben keinen Respekt wie Grabständer und smacken den Rest der Rapper hier weg wie Bud Spencer. Was Gangster? Das ist Chronik 3, ist noch nicht lange her. Das vergisst man nicht so schnell. Auch da hat der Boss wieder alles richtig gemacht. als Deutscher unter Kennex tickte Dope in dunkler Nacht, doch war schon damals nicht der Junge, der im Drogensumpf absagt, sondern so hohen Umsatz macht am Drogenumschlag Platz, dass bei der Übergabe beinahe der Drogenumschlag platzt. Alpha heißt der Song vom Album King. Das ist letztes Jahr gewesen. So. Langsam wird mir das Geschleime zu viel. Ich integriere deutsche Rapper in mein Reifenprofil. Geh sie am Hals würgen. Breite Arme, breite Brust. Kollege ist eine deutsche Eiche wie eine Halbtürkin. Das ist von einem Track. Vom Shindy-Album letztes Jahr. Fuck Bitches Get Money. Und der Song hieß... Wie ist denn der Song jetzt nochmal? Alle meine Fans, ja. Früher broke, heute siehst du mich Runden im Rolls fahren. Früher broke, heute siehst du mich Runden im Rolls fahren. Ist von JBG 2. Geht weiter. Runden im Rolls fahren. Ich komme mit. Ich habe mir Schlägertypen am Start als Kunden im Golfladen. Reimkette geht noch ein bisschen weiter, aber das ist so die Pointe. Ihr habt mir Schlägertypen vor euch als Kunden im Golfladen. Okay, ja. Ja, stehen hat ein Kommando, klar. Jung, brutal, gut aussehen. 2013. Bitteschön. Sind wir durch, ja. Ja, darf man ruhig mal dem allwissenden Boss auch applaudieren. Auch selber mal. So. Dankeschön. Kollege hier bei 16 Bars und das Format heißt diesmal mein letztes Mal. Checkt das aus.